Herr Dr. von Bühler, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, hallo, Herr Falkonsi. Ja, Herr Dr. Bühler, ab Januar 2013 sollen sechs Raketenabwehrsysteme des Typs Patriot an der türkisch-syrischen Grenze zum Einsatz kommen. Das haben kürzlich die NATO-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen. Bundestag will sich am Freitag mit diesem Thema befassen. Was vermuten Sie? Gehen Sie davon aus, dass die Abgeordneten diesen NATO-Beschluss auch billigen? Ich fürchte, dass Sie das machen werden. Ich halte es nicht für richtig, aber ich glaube, Sie werden es machen. Sie werden sagen, wir können uns einem Bündnispartner nicht entgegenstellen. In Wirklichkeit ist es natürlich vor allen Dingen die Vereinigten Staaten, die ihre geostrategischen Ziele vorantreiben wollen. Was sind diese geostrategischen Ziele der USA? Also ist der ganze Nahosten wird ja, soll ja neu organisiert werden, mit Ausnahme von Saudi-Arabien und Katar, das kommt vielleicht später. Wir wissen ja von dem früheren NATO-Oberbefehlshaber und Präsidentschaftskandidaten Clark, einem hohen General, der von seinen Kameraden mitgeteilt bekommen hat, wenige Wochen nach dem 11.09.2001, dass jetzt in sieben, dass der Auftrag gegeben worden ist vom damaligen Verteidigungsminister Rumsfeld an die Stabschefs in sieben Staaten im Nahen Osten ein Regime-Change militärisch vorzubereiten. Und jetzt ist Syrien dran. Gaddafi war schon dran. Jetzt hören wir auch nichts mehr von Gaddafi, dass da alles drunter und drüber geht. Darüber spricht kein Mensch mehr. Die tägliche Berichterstattung ist völlig erstorben. Jetzt geht tägliche Berichterstattung Syrien. Und die Patriot-Geschichte, die wird in diesem Zusammenhang eingesetzt. Herr Dr. Bühler, 600 Soldaten, davon 400 Bundeswehrsoldaten, sollen auch dorthin entsandt werden. Läuft alles nicht auf eine direkte Militärintervention der NATO in Syrien hinaus? Ach, das wird man sehen. Also es ist ja schwer zu durchschauen, wie das Lügengebilde jetzt aufgebaut wird. Beim Irak war das verhältnismäßig klar. Da hat man einfach erlogen, dass der Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen habe und hat daraufhin den Eingriff organisiert. Sehr zum Schaden des ganzen irakischen Volkes. Auch die Lüge mit Afghanistan, dass Afghanistan Amerika angegriffen hätte, ist natürlich auch völlig an den Haaren herbeigezogen. Und jetzt kommt Syrien dran. Und da scheint das Szenario so zu sein, von der Propaganda her, dass die ersten Wochen damit beschäftigt waren, den Saddam Hussein als den großen Verbrecher und Ganoven im Mittleren Osten und im Nahen Osten darzustellen. Dann wurden so nach und nach die idealistischen Freiheitskämpfer vorgeführt vor der Kamera, vor der westlichen Massenöffentlichkeit. Jetzt sehen wir jeden Abend wild um sich schießende, völlig chaotische Kämpfer, die noch sagen wir, in Sommerhemden rumspringen, ohne jeden Schutz, ohne Stahlhelm, also die offensichtlich gar keine Gefahr haben, aber die überall rumballern. Und jetzt wird inszeniert, erstens die Angst, dass Assad Massenvernichtungswaffen in Form von Chemiewaffen einsetzen könnte. Da das aber völlig idiotisch ist, nicht mal Hitler hat das gewagt, gegen die Russen einzusetzen und schon gar nicht gegen das eigene Volk, ist das völlig abenteuerlich. Jetzt fängt der Dreh an, dass man sagt, von diesen jetzt im Augenblick gezeigten wahnwitzigen Tätern, die könnten in den Genuss von Massenvernichtungswaffen kommen, wenn das Regime von Assad so schwach wird, dass sie sich diese Waffen besorgen können. Und dann muss eine andere Truppe dringend organisiert werden mit allen Mitteln, die sich wiederum dieser Chemiewaffen bemächtigen soll. Die werden im Augenblick schon an Chemiewaffen trainiert.
von der westlichen Seite, sodass man nachher gar nicht weiß, wer die Chemiewaffen eigentlich einsetzt, ob das diese Terroristen sind, die da im westlichen Sinne operieren, oder ob das irgendwelche Assad-Leute, das, was überhaupt nicht anzunehmen ist. Also es ist ein teuflisches Szenario, was da entwickelt wird, wo aber die westliche TV-schauende Landschaft und zeitungslesende Landschaft täglich diesen schrecklichen Meldungen ausgesetzt ist und wie eine Herde von Karnickeln im Scheinwerferstrahl von Autos in der Nacht nicht in der Lage ist, auszubrechen gegenüber dieser Propaganda. Es ist eigentlich ein schreckliches Szenario. Herr Dr. Budo, wie wird dieser Einsatz in der Öffentlichkeit, in der deutschen Öffentlichkeit verkauft? Der wird sehr restriktiv verkauft. Also Sie werden ja mitbekommen haben, dass die mutigste Stellungnahme vom Verband der deutschen Soldaten abgegeben worden ist, von Herrn Oberst Kirch, einem sehr mächtigen Bundeswehrverband, der dringend davor gewarnt hat, da leichtfertig sich hineinziehen zu lassen. Aber die Politik kümmert sich nicht darum. Und ich nehme an, dass die politische Landschaft in Deutschland wiederum wie beim Afghanistan-Krieg und beim Irak-Krieg und beim Krieg in Libyen mit 70-80%iger Mehrheit gegen diese Kriege ist. Aber komischerweise setzen sich die Regierenden immer drüber hinweg über die Stimmung des Volkes. Herr Dr. Budo, eins wird immer wieder hier angedeutet und von vielen Seiten, und zwar die Anwendung des Bündnisfalls, weil dort ein NATO-Mitglied, nämlich Türkei, sich bedroht fühlt. Aber was ist die Voraussetzung für die Anwendung dieses Falls nach dem NATO-Vertrag? Naja, wir haben das schon mehrfach gehabt. Auch schon der Afghanistan-Einsatz beruhte ja auf einer Lüge. Die Amerikaner haben nirgendwo bewiesen, dass sie von Afghanistan angegriffen worden sind. Und gleichwohl sind sie sozusagen in fast hysterischer Haltung vor die NATO getreten und haben eingefordert, dass die Bündnispartnerschaft greift. Und das war in Libyen wiederum so. Da gab es ja wiederum einen Großteil der veröffentlichten Meinung auch in Deutschland, dass man da unbedingt eingreifen müsste, weil man diese schrecklichen Taten von Gaddafi nicht ertragen kann. Und jetzt geht es ganz genauso wieder. Es ist überhaupt kein, im Grunde genommen ist die Technik immer gleich, nur die Propagandamethoden sind anders. Herr Dr. Bühne, heute hat der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon alle Parteien, Konfliktparteien in Syrien zu friedlicher Beilegung des Konflikts aufgerufen. Weshalb sieht man von diesem Aufruf ab oder ähnlichen Aufrufen ab? Ich glaube nicht, dass die von außen gesteuerten, das sind ja, ich glaube, Sachverständige sagen, dass bis zu, ich glaube, das sogar der BND sagt, dass der Bundesnachrichtendienst, dass über 90% der Kämpfer in Syrien ausländische angeheuerte Söldnertruppen sind. Ich glaube nicht, dass, oder umgekehrt ausgedrückt, nur wenn die Vereinigten Staaten willig sind, wirklich in Gespräche einzutreten und einen fairen Ausgleich herbeizuführen, kann das gelingen. Solange die aber sozusagen mit ihren Puppen spielen, wird das nicht zum Erfolg führen. Vielen Dank, Herr Dr. von Bühler, für diese Einschätzung. Gern geschehen.